Hallo und herzlich willkommen zum Börsenlexikon bei Wirtschaft TV. Mein Name ist Sebastiano Schweizer und gemeinsam mit euch lasse ich mir heute erklären, was Ordergebühren sind. Doch bevor wir den Experten fragen, wollten wir erstmal von euch wissen, was ihr schon darüber wisst. Ordergebühr. Das kenne ich nicht, genau. Ja, Gebühren, die man zahlen muss, damit man sich eine Aktie kauft. Ich meine, hinter der ganzen Aktienwirtschaft steht ja ein Mechanismus, der das Ganze verwaltet und wahrscheinlich ist das eine Art Verwaltungsgebühr. Wir befinden uns jetzt hier im Handelssaal von Tradegate und bei mir ist Daniel. Daniel, du musst mir mal erklären, was sind denn Ordergebühren? Ordergebühren sind die Gebühren, die beim Kauf und beim Verkauf von Wertpapieren anfallen. Und woraus genau setzen sich denn diese Ordergebühren zusammen? Die Ordergebühren setzen sich aus drei Komponenten zusammen. Das sind zunächst die Gebühr, die die Bank erhebt. Diese Gebühr ist variabel, denn sie hängt davon ab, wie groß meine Order ist, die ich platziere. Dann kommt die Gebühr dazu, die die Börse erhebt. Das ist meistens eine fixe Gebühr, die jede Börse für sich selbst festlegt. Und zu guter Letzt kommt die Maklergebühr, das ist die Cottage, die sich der Makler für sich beansprucht. Und wir bei Tradegate, wir verzichten komplett auf die Börsengebühr und auf die Maklercottage. Und welche Auswirkungen haben denn diese Gebühren auf den Wertpapierhandel? Gerade bei kleinen Orders können die Auswirkungen doch sehr groß sein. Wenn ich zum Beispiel für 2000 Euro Aktien kaufe und eine Gebühr von 10 Euro habe pro Kauf und pro Verkauf, macht das insgesamt 20 Euro Gebühr, was 1% meines investierten Kapitals entspricht. Und diese 1% muss ich auch erstmal wieder reinholen. Das heißt, die Aktie muss 1% steigen, damit ich überhaupt plus minus null bin. Das heißt, je kleiner meine Order, desto prozentual größer wird auch die Auswirkung auf meinen Gewinn. Was sollte ich als Kunde denn dabei beachten? Als Kunde solltest du beachten, dass du dir erstmal eine Bank aussuchst, die geringe Depotgebühren hat, beziehungsweise wo du geringe Ordergebühren zahlst. Und zusätzlich solltest du beachten, dass du möglichst bei der Börse mit den geringsten Gebühren handelst oder vielleicht sogar bei einer mit gar keinen Gebühren, damit du eben den meisten Gewinn für dich rausholen kannst. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann klickt doch einfach auf wirtschaft-tv.com.